Kennst du das beste Käsespätzle-Rezept mit Röstzwiebeln? Gramm Bergkäse. 2 bis 3 Gemüsezwiebeln. Zwiebeln in Ringe schneiden. Zwiebeln mit Weizenmehl mischen. Gamechanger-Tipp: 100 Gramm Reisvollkornmehl. Reisvollkornmehl gibt den Spätzle ein leicht nussiges Aroma. 400 Gramm Spätzlemehl. 50 Milliliter Milch. 12 Gramm Meersalz. 4 Eier. Eier mit den Zutaten verquirlen. Sprudelwasser schrittweise hinzugeben. Ein Esslöffel Butter. Butter in die Masse kneten. Ein Esslöffel Rapsöl. Wasser hinzugeben, bis der Teig geschmeidig wird. Cremiger Teig, der Teig ist geschmeidig. Eine Prise Muskatnuss. Meersalz zum kochenden Wasser hinzugeben. Spätzlehobel auf den siedenden Topf setzen. Spätzlehobel gleichmäßig hin und her bewegen. Die Spätzle schwimmen oben, wenn sie fertig sind. Zwei bis drei Minuten ziehen lassen.
Spätzle aus dem Wasser fischen. Fett zum Frittieren erhitzen. Zwiebelringe hinzugeben. Zwiebelringe durchmischen. Pfanne mit Butter und etwas Rapsöl erhitzen. Spätzle und Käse schrittweise hinzugeben. Gramm Heumilch Emmentaler. Spätzle und Käse stetig durchmischen. 150 Gramm Bergkäse. 100 Milliliter Sahne. Danke für einen Like. Folge uns für mehr Rezepte und How-To-Videos.